Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Metronix. Heute geht es um das Thema Future Trading und das ist nun das erste Video von drei zu diesem Thema. Im heutigen Video geht es um das Thema Funding Trading. Was bedeutet das? Was ist das? Was ist hier das Risiko? Und wie kann ich mich darüber auch erkundigen? Ich würde mich zwar selber als alten Hasen im Trading bezeichnen, muss aber eins ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt vor kurzem erst festgestellt, dass es eine geänderte Funding Rate gibt. Das war mir bis dato nicht bewusst. Für mich war immer klar, Funding im Future-Bereich ist alle 8 Stunden. Jetzt habe ich aber gemerkt, dass verschiedene Börsen das Funding angepasst haben auf alle 2 Stunden. Und Funding ist ja Fluch und Segen zugleich. Ja? Wie entsteht Funding eigentlich? Die Funding Rate sagt dir immer etwas über den Trend aus. Das bedeutet, ist oder das ja, sagt dir etwas über den Trend aus. Lassen wir das mal so stehen. So. Ist die Funding im Minus, bedeutet das, dass sehr viele Leute auf Short wetten. Ja? Weil Future ist ja eine Wette. Das heißt, Future hat ja nicht wirklich etwas mit dem Coin zu tun, sondern du wettest mit einem Hebel auf einen Coin. So, ist jetzt die Funding im Minus, bedeutet das, sehr viele Leute sind negativ eingestellt und denken, der Kurs geht nach unten. Jetzt fehlen natürlich die Leute, die die Long-Positionen aufmachen. Und diese Leute, weil man sagt ja beim Future Trading Long Pay Short, diese Leute, die jetzt die Long-Positionen dagegen aufmachen, die werden jetzt über das Funding eben belohnt. Das bedeutet, wenn ich jetzt Short gehe, das heißt auf einen fallenden Kurs wette, und die Funding ist negativ, also so wie hier bei Solana zum Beispiel, Solana gegen US-Dollar, die Funding ist negativ, dann zahle ich alle, und in diesem Fall jetzt hier sind es 2 Stunden, alle 2 Stunden 0,2% auf meine Einlage. So, wir kennen hier, das ist ein bisschen verwirrend, werde ich aber auch im nächsten Bug-Review-Video anzeigen, weil wenn ich hier auf Funding Rate gehe, steht dort alle 8 Stunden. Ja? Gehe ich aber hier auf Informationen und nehme hier die Funding Rate History und schaue mir das bei Solana an, dann steht hier, das Ganze passiert alle 2 Stunden. So, wenn wir hier auf Bitcoin umstellen, dann sehen wir, Funding Cycle ist alle 8 Stunden, Ethereum alle 8 Stunden. Ich habe jetzt ein paar durchgeschaut, bin jetzt drauf gekommen, dass speziell diese Risikocoins, die werden runtergestuft und das ist aber auf vielen Börsen so. Ich habe jetzt noch nicht alle durchgeschaut, ich habe mal die größeren durchgeschaut, die haben das, den Billing Cycle oder Funding Cycle auf 2 Stunden runter reduziert. So, und wie gesagt, Funding ist immer Fluch und Segen zugleich, aber für das Funding Trading natürlich eine riesige Chance. So, und jetzt schauen wir uns mal an, wie funktioniert Funding Trading eigentlich. So, ich gehe hier wieder zurück zu Solana und jetzt sehen wir ja hier, der Solana ist minus 0,19%. Ja? Und das bekomme ich ja alle 2 Stunden. So, jetzt ist es so, am besten ist fürs Funding Trading ein Hebel von 1, weil hier ist es so, mit einem Hebel von 1 kann ich nicht liquidiert werden. Das heißt, oder schwierig. Ja? Also da muss schon wirklich alles ganz zusammenbrechen. Und Solana ist jetzt ja keine Kryptowährung. Also wir haben uns vorher FTT angeschaut. Da ist ja gerade ein bisschen Rumor am Markt. Da würde ich jetzt nicht unbedingt jetzt das Trading machen. Aber bei Solana, da ist es ja so, okay, da werden jetzt gerade viele Solana auf dem Markt gedumpt. Ja, deswegen gehen die Leute alle short. Kann man natürlich machen. Ja, du kannst ja hier mitshorten. Aber wenn die Funding wieder kommt, dann eben umswitchen und dann kannst du dir auch nochmal die extra 0,2% hier an der Funding Rate holen. Ja? So, und die holst du dir am besten mit einem Einserhebel. Wie funktioniert das Ganze? Ich habe das jetzt hier schon gemacht. Wenn wir hier in die Position History reingehen, dann sehen wir hier, ich habe hier eine Long-Position aufgemacht mit 1000 Dollar. Ja? Ich habe die dann geschlossen, der Kurs ist etwas gestiegen und ich bin dann gleich aus dem rausgegangen. Das heißt, ich bleibe jetzt nicht die 2 Stunden drinnen, sondern ihr seht jetzt gleich, ich bin nach einer Stunde, ich bin dann sofort wieder rausgegangen, nachdem das Funding passiert ist. Und wenn wir hier auf Capital Flow gehen, dann sehen wir hier, dass ich eben hier die Funding Fee für Solana bekommen habe. Und
2,2 Dollar nochmal obendrauf, die ich mir hier eingestrichen habe. Das bedeutet, hier kann man immer schön das Ganze abgreifen. So, und wäre jetzt aber der Kurs gefallen, na, dann hätte ich eben drinnen bleiben müssen. Ich würde euch aber trotzdem empfehlen, nicht jetzt hier das gesamte Kapital einzusetzen, sondern behaltet euch Kapital zum Nachhedgen. Ja? Was bedeutet das? Ich gehe jetzt hier zum Beispiel rein mit einer Long-Position mit 1000 Dollar. Ja, aber das kommt dann im nächsten Video nochmal zum Thema, wenn wir uns jetzt Future Trading im Detail nochmal anschauen und alles nochmal genau durchbesprechen, dann gehe ich auch nochmal auf das Thema Hedging nochmal mit ein, weil Hedging ist extrem wichtig, wenn ich dann mit größeren Hebeln arbeite. So, und jetzt ist es eben so, damit ich jetzt hier meinen Entry habe. Ja? Das heißt, ich bin jetzt hier mit 1000 Dollar eingestiegen, mache jetzt die Position mal auf. So, jetzt ist leider der Kurs wieder etwas nach oben gestiegen, aber lange Rede, kurzer Sinn aus der ganzen Geschichte. Okay, gut, jetzt geht es nach unten. Mein Entry ist jetzt bei 16,79. Ja? Wenn ich jetzt hier mit der gleichen Position bei 16,74 nochmal reingehe, dann verringere ich hier meinen Entry genau um die Hälfte. Das heißt, wenn ich die Position mit dem gleichen Kapital nachhedge, dann ist es eben so, damit sich der Eintrittspreis verringert. Bedeutet jetzt, wenn man das jetzt mit genauen Zahlen ausdrückt, ich habe zum Beispiel bei 100 eine Long-Position aufgemacht, also bei 100 war mein Entry, jetzt fällt der Kurs auf 90 und ich habe meine Long-Position mit 100 Dollar gestartet, jetzt fällt der Kurs auf 90, ich gebe nochmal 100 Dollar in den Trade hinein. Das heißt, mein neuer Entry ist jetzt bei 95. Ja, also das mittelt sich dann. Genau. Also wenn ich genau dasselbe Kapital nochmal einsetze. Deswegen spricht man beim Hedging auch mit dem linearen Hedging oder Double-Up-Hedging. Das schauen wir uns aber dann im nächsten Video nochmal genauer an. So, und jetzt ist es natürlich so, wenn ich jetzt hier alle 2 Stunden würde ich jetzt hier diese 0,19% bekommen. Das Ganze ist aber auch im umgekehrten Sinn so. Ja? Also hier wirklich auch aufpassen, wenn ich hier natürlich in einer Future-Position drinnen bin, bekomme ich hier alle 2 Stunden die 0,2% gebucht. Genau. Also nochmal kurz zusammengefasst: Funding Rate, Fluch und Segen zugleich. Long pays short. Wenn die Funding Fee im Minus ist und du gehst long, bekommst du Geld. Ist die Funding Fee im Minus und du gehst short, dann musst du Geld zahlen. Ja, so nochmal hier findest du die Informationen darüber. Hier gibt es die Funding Rate History und da kannst du dir nochmal anschauen, wie die Funding Rate oder wie der Billing Cycle jetzt gerade ist. Und ihr seht hier, die Funding Rate, die war hier richtig gut in den letzten paar Stunden. Da waren wir auf bis zu 2%. Also das ist natürlich schon, wenn du das mit einem Einserhebel machst, ja, weil wir gehen jetzt nochmal kurz zurück auf die Position. Ja, und wenn du das mit einem Einserhebel machst und ich habe jetzt hier das auf Isolated gestellt, meine Liquidation ist bei 0,057. Ja, also ich würde jetzt mal die Liquidation fast als ausgeschlossen bezeichnen. So, ich für meinen Teil werde die Position jetzt hier wieder schließen, wenn die Kurse etwas nach oben gehen und schaue mir das Ganze wieder an, wenn in 2 Stunden wie in 2 Stunden der Markt wieder ist. Und also ich bleibe hier nicht die ganze Zeit drinnen, sondern wenn jetzt, das ist trotzdem ein sehr risikoreicher Markt. Und wenn ich jetzt hier die Chance habe, damit ich hier im Prinzip mit 2% Gewinn schon wieder aussteigen kann, ja, dann, oder 0,2%, dann nehme ich einfach die 0,2% mit und schaue mir es bei der nächsten Funding wieder an, wo die Reise hingeht. Gut. In diesem Sinne, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was zum Thema Future Trading beibringen. Und ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, einfach alle wichtigen Infos, Links und Details findet ihr unter diesem Video. In diesem Sinne dann noch maximale Profite auf dem Kryptomarkt und ja, viel Spaß auch mit Metronix. Ciao, ciao.